Aber da seht ihr mal, warum so ein Video bei mir immer so lang wird, weil es halt tausend verschiedene Sachen gibt, die man erzählen kann. Und die fallen mir dann auch so zufällig ein. Do-it-yourselfer, ich grüße euch. Heute geht's weiter mit der Deckenkonstruktion. Ihr habt gesehen, wie ich das UD-Profil an die Decke geschossen habe mit dem Hilti-Schussgerät. Heute geht es an die Konstruktion selber. Es gibt bei jeder Decke verschiedene Möglichkeiten, wie man die Konstruktion machen kann. Es gibt so viele verschiedene. Es gibt freitragende, das heißt in C-Profil Rücken an Rücken verschraubt. Dann könnt ihr teilweise bis 6,5 Meter freitragend, ohne einen einzigen Abhänger in die Decke zu machen, eine Deckenkonstruktion bauen, wo ihr dann die Platten drunter schrauben könnt. Wie gesagt, es gibt da so viele verschiedene Methoden, was man machen könnte. Auch wenn ihr zu den Herstellern direkt auf die Seite geht, dann könnt ihr das auch genau nachgucken, wie man es machen könnte. An der Decke jetzt hier mache ich eine normale abgehangene Decke, also eine D112. Ich mache hier auch ein Trägerprofil, also die oberen Profile, wo dann andere drunter geklickt werden. Warum mache ich das hier? Wegen diesem Unterzug, weil der hat, lass mich nicht lügen, der hat knapp 14 cm geht der runter und ich möchte halt mit der Platte, nicht mit der Konstruktion, mit der Platte direkt unter dem Träger her, damit ich natürlich nicht viel Höhe verliere. Ihr könnt so eine Konstruktion auch einzeln machen, das heißt also alle 50 cm ein C-Profil mit Direktabhängern an die Decke hängen, das geht auch. Also ihr müsst nicht unbedingt diese Doppelkonstruktion machen, ihr könnt auch einzeln machen. Wenn ihr wenig Höhe verlieren wollt, dann könnt ihr das machen. Der Nachteil ist, ihr müsst halt jedes einzelne Profil ausrichten und jedes einzelne Profil mit Direktabhängern von der Decke abhängen und befestigen. Ansonsten ist das ohne Probleme machbar. Man muss sich das nicht immer so kompliziert vorstellen. Es kann auch einfach gehen. Aber hier könnte ich das theoretisch auch machen, wenn ich längere Abhänger nehmen würde. Aber hier mache ich jetzt eine Doppelkonstruktion. Geht schneller und einfacher. Also ich habe jetzt noch gar nichts gemessen oder so. Ich mache das wirklich jetzt so, wie ihr jetzt zuguckt. Ich messe jetzt einfach mal, was ich hier für eine Breite habe. Das sind jetzt knapp 2 Meter, also so 1,99 ist die Breite. Nochmal zur Erklärung. Also ich habe ja dieses UD jetzt dran gemacht an die Decke, weil da ein Schott kommt. Ein Schott ist praktisch eine Blende, die hier einfach draufgeschraubt wird und die runterschaut, runterguckt. Und weil man an dieses UD-Profil nicht mit der Decke dran darf, mache ich jetzt natürlich daneben ein CD-Profil, wo dann die Deckenkonstruktion dranhängt. Das heißt, wir müssen das aufteilen. Ich gehe jetzt ziemlich nah an dieses UD und messe mir das dann genau ein. Das können wir gleich mal zusammen machen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier zwischen knapp 2 Meter, 1,99 oder so. Aber es ist auch immer unterschiedlich, wie euer Raum aussieht. Man muss sich das immer selber vorstellen oder auf dem Blatt Papier mal aufzeichnen. So ein C-Profil, ein CD-Profil hat eine Länge von auch 4 Metern. Die kriegt man im Baumarkt auch mit 2,60 Meter oder sowas. Aber ich kaufe sowas im Baumarkt nicht. Ich gehe mal zu meinem Händler und da kaufe ich die Profile. Und wenn die 4 Meter haben, muss man halt gucken, wie man auch den wenigsten Verschnitt hat. Es ist eigentlich Wurst, ob die unteren Profile jetzt so kommen oder ob die so kommen. Das ist ganz alleine euch überlassen. Da gibt es keine Vorgabe. Außer wenn ihr natürlich eine Balkenlage hättet und die Balkenlage wird jetzt so laufen im Dachgeschoss, dann müsst ihr die immer kreuzen. Also dann würden wir die Träger bzw. die CD-Profile so unter die Balken schrauben. Nie mit den Balken,
Weil dann könntet ihr ja keine Einteilung machen von, ich sag mal, 50 Zentimetern. Die Balken sind meistens immer, die Deckenbalken, so um die 60 auseinander. Das zum Thema Balkenlage. Also immer dann die Balkenlage kreuzen, nie mit der Balkenlage gehen, sondern immer kreuzen, entgegengesetzt, dann die Konstruktion machen. In diesem Fall jetzt hier aber in meinem Büro haben wir halt knapp die 2 Meter. Das heißt, das Trägerprofil, das obere, setze ich jetzt 10 cm jeweils von dem UG weg. Ich mache mir dann hier einen Strich, zeichne mir das rechts und links oder vorne und hinten 10 cm an. Ihr könnt es dann mit einer Schlagschnur verbinden. Ich bin mal wieder alleine, ich mache es mit dem Laser und dann mache ich ein Profil in die Mitte. Das heißt also bei 90 cm aus einer Seite, von einer Seite 90 cm rüber messen. Ich mache das jetzt auch mal, damit ihr das so ein bisschen seht. Also ich mache jetzt hier 10. Es ist egal, von welcher Seite ihr anfangt. Ihr könnt auch von der anderen Seite anfangen. Aber immer von einer Seite anfangen zu messen. Ob von der oder von der, ist egal. Weil wenn das Maß dann nicht stimmt, läuft eure Deckenkonstruktion schief. So, ich habe jetzt 10 cm angezeichnet. Gehe jetzt wieder genau auf den gleichen Punkt und mache meine 90. 90 habe ich gesagt. Also ihr könnt mit dem C-Profil auseinander. Also ich würde maximal einen Meter auseinander gehen. Das ist okay. Das könnt ihr dann so machen. Aber so ein Meter ist schon okay. Und dann messe ich aus der anderen Ecke auch wieder meine 10. Was war das? Ist irgendwas runtergefallen? Ah, ist was umgekippt. Von hier habe ich jetzt auch wieder die 10 rüber gemessen. Das heißt, wir haben 3 Trägerprofile, jeweils 3 Trägerprofile. Das verbinde ich jetzt auch auf der anderen Seite, messe ich mir das auch ein, verbinde mir die Striche. Und dann kann man auch schon die Bohrungen für die Direktabhänger machen. Hier benutze ich 125er Direktabhänger, damit das Ganze auch passt von der Höhe her. Sonst komme ich hier nicht unter dem Unterzug durch. Ich zeichne das mal an und dann rede ich weiter. Ihr seht jetzt, ich habe schon meinen Laser aufgestellt. Noch ein wichtiger Aspekt, also ihr könnt das nicht messen, wenn ihr jetzt eine längere Fläche habt und denkt, ja, ich messe das mal, jedes Mal das gleiche Maß, dann von einer Seite, das ist eigentlich schlecht, weil das ist dann wahrscheinlich zu ungenau. Am besten wirklich entweder mit dem Laser oder ihr nehmt die Schlagschnur und verbindet die beiden äußeren Punkte, sodass ihr wirklich genau eine Flucht habt. Weil wenn ihr diese Direktabhänger nehmt, das sind jetzt welche auch von Protektor, benutze ich eigentlich immer, weil sie auch sehr geläufig sind und man bekommt sie, dann könnt ihr die auch direkt biegen. Gebogen wird immer, hier ist eine Überhöhung, da, die geht so nach unten oder nach oben und die ist immer innen. Die flache Seite ist immer an der Decke oder am Balken. Und wenn ihr die gebogen habt und haut dann jetzt praktisch den Dübel rein, dann könnt ihr das nicht mehr verrücken. Für die Balkenlage sind hier extra noch an den Seiten auch noch so Löcher. Da könnt ihr dann auch mit Schrauben reingehen und in der Mitte halt mit dem Dübel. Was wollte ich jetzt gesagt haben? Auf jeden Fall könnt ihr die dann nicht mehr verrücken und deswegen bitte mit dem Laser oder einer Schlagschnur genau die Flucht und dann könnt ihr genau gucken, in der Mitte ist dann hier durch das Loch ist dann der Strich und so könnt ihr das auch genau befestigen. Das ist dann gut, weil sonst wird das ja
in der Flucht nicht mehr stimmen, wenn die versetzt sind, und dann kriegt ihr das Profil nicht mehr ganz genau rein. Also da müsst ihr schon drauf gucken. So, ich habe mir, wie gesagt, jetzt meinen Laser hier aufgestellt. Zeichne mir jetzt wieder mit dem Bleistift an, wo ich die Löcher bohre. Ich gehe dann aus den Ecken immer raus. Also in der Ecke maximal 10 cm vorher muss ein Direktabhänger sitzen, das überträgt. Und dann gehe ich alle 80 cm raus und setze wieder meinen Dübel hier. So, ich kann mir das hier genau anzeichnen. Hier habe ich jetzt die 80 angezeichnet. Mache mir auch noch von dem Laserstrich genau darauf mein Kreuzchen. Setze dann wieder 80. Mach mir wieder mein Strichchen genau auf dem Laserstrich. Hab wieder meinen genauen Punkt. Jetzt habe ich genau meine Punkte, wo ich meinen Dübel nachher setze mit dem Direktabhänger. Mache jetzt die nächste Reihe. Fange dann von der anderen Seite an, so dass nicht alle Hänger auf der gleichen Linie sitzen. Angezeichnet habe ich jetzt alles. Das hat sich halt jetzt so ergeben mit den 80 und das kann man so ein bisschen aufteilen. Ob das 80 sind, 90 sind, ob das 60 sind, von der Aufteilung her ist eigentlich relativ egal. Zum Befestigen der Direktabhänger auf jeden Fall dann auch wieder Metalldübel nehmen. Also ich nehme dafür die UDZ6 von Spit. Warum nehme ich die? Weil die halt oben einen flachen Kopf haben. Da brauche ich nicht mehr irgendwie ein Nippelchen reinzuhauen oder so. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Ich bin auch bei diesen Dübeln geblieben, weil es einfacher geht, als mit diesen Nippelchen die zu versenken. Weil die müssen komplett versenkt werden. Ne? Also nicht mit den Nippelchen. Nicht draufhauen, krumm und auch, ja, das hält schon. Die müssen wirklich komplett versenkt werden. Und wenn dieser Dübel drin ist, der hat 35 mm, die anderen auch. Und Deckennageldübel nennen die sich ja. Und keine Kunststoffdübel nehmen. Also nehmt bitte keine Kunststoffdübel. Erstens, vom Zug her halten die viel mehr, also da können die richtig was dranhängen. Und der Hauptgrund ist eigentlich, es ist einfach nicht erlaubt. Ich habe das auch schon zahlreich erklärt. Bei den Kunststoffdübeln ist es so, wenn es brennen sollte bei euch im Haus, in der Wohnung, und ihr müsst die Wohnung verlassen und könnt ihr aber nicht, weil so eine Decke runterkommt und euch den Weg versperrt, weil es Kunststoffdübel waren, womit ihr die Decke befestigt habt. Bei Hitze schmilzen natürlich die Kunststoffdübel und dann fällt die Decke runter. Je nachdem, was ihr da für ein Gewicht dran habt, werdet ihr auch noch erschlagen. Und das muss nicht sein. Deswegen die Metalldübel. Es kann brennen, aber ihr kommt noch raus, wenn ihr irgendwo drin seid. Und genauso ist es für die Feuerwehrleute, weil die müssen auch irgendwie dann löschen in den Raum rein. Und dann kommt so eine Decke runter. Also bitte Metalldübel verwenden, keine Kunststoffdübel. Natürlich hält es, gar keine Frage. Aber es ist eine Frage, ja, brauche ich nicht weiter zu erklären. Auf jeden Fall, da wird ganz einfach ein 6er Loch jetzt gebohrt. Ihr könnt das mit Anschlag machen, ihr könnt das auch ohne Anschlag machen. Ganz normalen 6er SDS-Bohrer habe ich jetzt hier drauf und mehr braucht ihr nicht, und dann in den Beton bohren, Dübel mit Direktabhänger und fertig. Ich zeige euch das auch, an einem zeige ich euch das, den Rest könnt ihr euch denken, ist eigentlich kein Problem. Ja, ihr seht, ich habe meine Kampfausrüstung wieder an, Ohren und Augen schützen, auch beim Bohren. Hier in dem Raum ist es jetzt wirklich auch so, der ist relativ klein, das halt ohne Ende. Und wenn ich dann nichts in den Ohren drin habe oder auch ihr, dann kann es irgendwann mal Probleme geben. Also wir bohren jetzt mal hier ein Loch und dann zeige ich euch das gleich mal aus der Nähe. Schön genau auf dem Punkt. Dann nehme ich mir mal einen Direktabhänger.
So, ich stelle mich auch extra so hin, dass ihr mich sehen könnt. Wie gesagt, der Nippel, die Nippel, die Kante muss nach unten reingesteckt. So, durch diese Flügelchen hält er eigentlich schon von alleine. Dann seht ihr euren Strich und ihr könnt ja dann Mitte dieses Direktabhängers einfach festhalten. Und dann aber noch nicht vollhauen. Noch nicht voll draufmöppen. Er ist jetzt immer noch ein bisschen lose. So, jetzt könnt ihr gucken, ob der Direktabhänger rechtwinklig zu eurer Fläche ist. Weil wenn der jetzt übertrieben so steht und ihr macht den jetzt fest, dann kriegt ihr den ja nicht mehr richtig gerückt, dass der rechtwinklig zum Profil und dem Raum ist. Deswegen noch nicht voll draufhauen, gucken, ob er rechtwinklig ist. Also ich sehe das, ob er rechtwinklig ist. Ihr könnt euch theoretisch den Strich länger ziehen oder ihr habt dann vielleicht mit der Schlagschnur geschlagen, dann seht ihr das besser. Und wenn ihr dann den rechtwinklig ausgerichtet habt, fertig. Also das ist einfacher als wie mit diesen Nippeldübeln, geht auf jeden Fall besser. So, jetzt drücke ich die runter. Ein bisschen näher zusammen, wenn wir nachher dieses Profil reinmachen, hält das hier schon durch den Druck von diesem Direktabhänger. Dann rutscht euch das nicht direkt durch. Also könnt ihr ruhig schön eng zusammen machen. Und das war's jetzt mit dem Direktabhänger. Ich bohre die restlichen jetzt auch. Und dann können wir auch schon die Profile einhängen zum Ausrichten. Die Direktabhänger habe ich jetzt alle festgedübelt mit den dementsprechenden Dübeln natürlich. Die Flucht stimmt bei mir jetzt wirklich sehr genau. Bei euch müsst ihr dann auch gucken, dass es auch wirklich gerade ist. Die Profile habe ich mir auch schon zurechtgeschnitten. Ich montiere die jetzt auf Höhe genau mit dem Winkel. Zu Hause müsst ihr gucken, auf welche Höhe ihr kommen wollt. Wie ich das mit dem Laser mache, zeige ich euch jetzt gleich. Und ihr müsst zu Hause dann gucken. Hier muss ich jetzt ein bisschen rechnen, weil ich ja unter diesen Unterzug mit der Platte, nur mit der Platte durchgehen will. Und deswegen ist es hier ein bisschen komplizierter. Ja, kompliziert ist ein bisschen übertrieben. Einfach dementsprechend messen und dann passt das schon. Ja, dann baue ich mal meinen Laser auf und dann geht's weiter. Ja, ihr fragt euch bestimmt, warum richtet er jetzt bzw. schraubt er erst die Profile drauf und macht nicht erst das Shot? Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe ja, wenn ich jetzt hier das Shot draufschraube, hier machen wir ja einen Shot runter. Und wenn ich jetzt das Shot drauf habe, habe ich hier kaum noch Platz zum Schrauben für die Profilverbinderschrauben. Deswegen mache ich erst die Profile dran und schraube mir dann das Shot dran. Hier komme ich ja überall dran. Das ist eigentlich der einzigste Grund. Schrauben tue ich dann mit Profilverbinderschrauben. Die haben, lass mich mal gucken, 3,9 x 13. Die sind so richtig klein. Man kann es auch mit Tex machen, das habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt, wie ich das mit Tex mache. Aber jetzt hier für meine Decke nehme ich die Profilverbinderschrauben. Pro Seite mache ich immer zwei Stück rein. Pro Seite zwei. Habe ich, glaube ich, gerade schon mal gesagt. Ne? Ja, und so starten wir dann. Ihr seht, ich habe jetzt den Laser schon ausgerichtet. Das ist individuell. Bei euch ist es dann anders, welche Höhe ihr habt. Ich habe jetzt diese Höhe, damit ich halt unter diesem Unterzug durchkomme. Wir machen hier eine Doppelkonstruktion, eine Trägerkonstruktion und nochmal die Profile, die CD-Profile drunter geklipst mit Kreuzverbindern. Und ihr könnt sie auch einzeln machen, die Profile, dass ihr dann alle 50 cm ein Trägerprofil macht. Ich finde es mehr Arbeit, aber wenn man halt viel Platz sparen möchte, kann man das auch ohne zu fragen. Ihr braucht auch kein UD-Profil, ein Uran-Profil an den Wänden. Das geht komplett ohne. Ihr müsst das nicht.
Das ist eigentlich nur, damit ihr schon direkt mal die Form habt und nicht zu nah mit den Direktabhängern an die Wand müsst. So trägt natürlich auch das UD ein bisschen was, aber ihr müsst es nicht. Also ihr seht schon, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, wie man irgendwas machen kann. Und die Fragen kommen halt immer, muss ich ein U an die Wand machen oder muss ich keins? Nein, ihr müsst es nicht. Egal wie groß die Decke ist, ihr könnt die komplett so bauen, dass keine Verbindung zur Wand ist. Ist natürlich schalltechnisch eine sehr gute Sache, dann habt ihr auch keine Verbindung zur Wand. Das U hat natürlich dann direkt wieder eine Schallübertragung und so habt ihr das dann auch umgangen. Aber Schall ist ein anderes Thema, da können wir auch noch mal gerne ein Video drüber machen. Was ihr braucht oder was natürlich ein Riesenvorteil ist, ist natürlich hier so ein Laser, gar keine Frage. Dann braucht ihr so eine Magnettafel, die wird dann einfach unter das Profil geklipst. Deswegen halt Magnet. Die Blechprofile sind ja für Magnete absolut geeignet, wollte ich gerade sagen. So, wie fange ich denn an? Also hier auf der Seite, ich habe nirgendwo hier ein U-Profil. Steckt mir das jetzt einfach rein. Deswegen habe ich jetzt auch diese Klemmen eng zusammengedrückt, damit das Profil schon eine gewisse Stabilität hat. Jetzt muss ich das nicht hier noch halten und da. Und so könnt ihr das dann machen. Also einfach zusammendrücken, das Profil schräg rein und einmal drehen. Und dann hält das schon fast von alleine. Dann nehme ich mir meine Magnettafel. Und wenn ihr die Magnettafel halt schräg dran macht, dann seht ihr auch direkt, ist das gerade oder ist das nicht gerade durch diesen Laserstrich. So, da bin ich jetzt genau auf dem Punkt. Setze da eine Schraube und gehe erstmal auf die andere Seite, damit mein Profil auch fixiert ist, damit es nicht mehr runterfallen kann. So. Jetzt mache ich direkt die andere Seite mit zwei Schräubchen fest. Wie gesagt, ich komme gleich mal mit der Tafel, mit der Kamera dran, dass ihr das genau seht. Aha. Hier mache ich dann auch jetzt direkt zwei rein und biege den direkt um, damit ich weiß, da ist fertig. Und jeder, der nicht umgebogen ist, weiß ich, da fehlt noch eine Schraube oder ich muss da noch mal nachgucken. Da seht ihr, da fällt es auch schon. Das kann passieren. Ist natürlich nicht schlimm. Das halten die Tafeln aus, wenn dann viel Vibration in der Decke ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das von da seht. Das Profil habe ich jetzt hier mit ca. 2 cm vor dem UD, was ich hier oben geschossen habe, abgeschnitten. 2 cm vorher, weil hier kommt ja unser Schott noch rein. Der Schott braucht ja Platz, damit es hier oben drauf ist. Und da ich ja natürlich nicht die UDs bzw. die Platte ausklinken will, habe ich jetzt hier einfach kürzer gelassen. Und dementsprechend kann dann auch der Schott die Platte hier oben bis zur Decke rein. Ihr seht schon, hier ist jetzt genau mittig drauf. Und dann weiß ich, das ist, die Schraube ist kaputt. Warum auch immer. Die hole ich noch mal raus. Die kommt in den Müll. Aber seht ihr, auch bei mir passiert sowas, dass irgendwas nicht rund läuft. Diese Nippel hier unten, die kann man entweder umbiegen oder man lässt sie, weil ich hier ja noch ein Profil drunter mache.
Von daher passt das dann. Hier hinten passt jetzt genau noch ein Querprofil drauf und dann funktioniert das. Es gibt auch so dünne Profile, die haben dann, ja, die sind irgendwie nicht so stabil, warum auch immer. Stabil schon, aber sie sind irgendwie wabbelig. Deswegen gucke ich eigentlich auch drauf, dass ich das richtige Material nehme. Ihr könnt das auch mal selber ausprobieren, wenn ihr mal beim Materialhändler seid. Und da muss ich von der anderen Seite. Und guckt mal, wie leicht man das durchbiegen kann. Na, jetzt drehe ich mir das einfach so. Und ihr seht schon hier, ich kann das jetzt variieren, dass es genau in Waage ist. Würde ich jetzt so schrauben, ist es schief. Biege ich das ein bisschen hoch, ist es genau richtig. So. Und wenn ihr seht, ihr habt Millimeter zu wenig oder so, könnt ihr hier auch dran ziehen ein bisschen und den Millimeter runterholen. War bei mir jetzt zu viel, biege ich wieder ein bisschen zurück. Seht ihr? Dann passt es ganz genau. Ich schraube jetzt erst die Vorderseite hier komplett fest. Und die Rückseite muss ja auch verschraubt werden. Da reicht aber der Schrauber nicht, beziehungsweise der ist zu groß dafür. Das mache ich dann anschließend mit einem Winkelschrauber. Es gibt da Aufsätze oder halt mit einem richtigen Winkelschrauber. Zeige ich euch nachher. Wie ich gerade schon mal sagte, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um jetzt an die kurze Seite dran zu kommen. Mit dem Schrauber ist es dann nicht mehr möglich. Mit der Hand, mit einem Handschraubenzieher ist es auch nicht mehr möglich. Dann gibt es diese Aufsätze. Die werden einfach auf den Akkuschrauber draufgesteckt, wie ganz normal wie ein Bit. Hier vorne kommt ein Bit drauf und dann könnt ihr ganz normal schrauben, ganz klein in die Ecke. Das ist die günstigste Alternative. Und dann gibt es noch die Winkelschrauber. Die sehen dann so aus. Ihr habt praktisch hier, ihr seht. Und damit kann man dann auch super schrauben. Es ist aber auch mit so einem Winkelschrauber nicht so einfach, weil der ja nicht so einen Aufsatz hat wie ein Trockenbauschrauber. Also da muss man schon ein bisschen zirkulieren. Aber so eine Anschaffung lohnt sich immer. Man kann es immer mal gebrauchen. Hier könnt ihr jetzt auch ganz normal, wieder wie ich das eben schon gezeigt habe, justieren. Jetzt ist es in der Mitte. Und schon fest. Und da ist natürlich so ein Winkelschrauber ganz extrem hilfreich. Der hat mit Schraube eine Aufbautiefe von, lass mich nicht lügen, genau 12,5 cm mit der kleinen Schraube. Wenn ihr natürlich eine längere Schraube nehmt, umso mehr Aufbau ist da natürlich. Und so geht das dann mit dem Winkelschrauber, ist auch eine tolle Sache. Wie gesagt, mit dem anderen geht es auch, aber das wäre dann die günstigste Alternative. So wird das jetzt überall festgeschraubt und gleich kommen wir dann auch zu dem Schott, wie wir das machen. Auf der anderen Seite mache ich die Deckenkonstruktion auch rein und dann gucken wir gleich mal. Ja, stimmt. Wie es weitergeht. Die CD-Profile habe ich jetzt überall ausgerichtet und festgeschraubt, das Trägerprofil praktisch. Habe mir jetzt hier auch schon Blenden geschnitten. Also ich habe hier eine Abhanghöhe von 15 cm, ist viel leider, aber wie gesagt, ich will den Unterzug weg haben. Ich möchte den hier nicht drin haben im Zimmer. Deswegen akzeptiere ich, dass die Decke halt was tiefer ist. Aber dadurch, dass die halt hell gestrichen ist, wirkt die auch wieder hoch. Von daher ist es nicht so tragisch und es ist Büro. Ich habe hier eine Abhanghöhe halt, wie gesagt, von ca. 15 cm. Diese Schürzen habe ich jetzt auf 20 geschnitten.
weil wir zeichnen die nachher an oder ich zeichne die an und dann werden die halt geschnitten und abgebrochen. Und je weniger Masse zum Abschneiden ist, desto schwieriger ist es nachher, das zu knicken und abzuschneiden. Deswegen mache ich 5 cm, ist dann halt auch eine gute Aufteilung auf einer 1,25er Platte, dann passt das ganz genau, dann ist die letzte Platte halt 25 cm. Ich würde sagen, wir starten einfach. Also wie gesagt, wir schrauben das von innen dran, nicht von außen, weil braucht man nicht, weil es halt verschwindet durch die Decke, die nachher unten drüber steht. Kann man oben nicht mehr reingucken, man sieht auch kein Profil oder sonstiges. Von daher ist es dann natürlich einfacher, wenn man das von außen drauf schraubt. Wie gesagt, ich habe mir die vorgeschnitten, habe einmal mit dem Saphonhobel die Kante oben angeschnitten. Ich nehme die helle Seite nach innen, innen zur Schürze. Warum? Damit das Licht dann gut reflektieren kann. Und dann ist es eigentlich ziemlich, ziemlich gut, dass man da nicht groß noch streichen muss. Hier werde ich zwar streichen, aber... So, eine Schraube und ihr seht, das hält schon. Ich mache hier so im Abstand von so 15, 20 cm mache ich jetzt jeweils eine Schraube rein und dann passt das. Für die indirekte Beleuchtung, die nachher natürlich hier auch noch drankommt, werden hier dann auch noch Löcher reingeschnitten, wo ich dann auch mit dem Stromkabel an die Verteilung, an den Strom dran kann. Und das hier ist das, was ich eben meinte. Seht ihr, ich komme jetzt hier an dem UD einfach vorbei, weil ich Luft gelassen habe. Eine Schraube und es hält wieder. Und ihr dürft natürlich nicht zu tief schrauben, das wisst ihr auch aus meinen Videos. Weil wenn ihr tief reinschrauben solltet, die Schraube, dann hält es nicht. Genau nach dem Prinzip verschraube ich jetzt überall die Schürze. Gleich stelle ich den Laser nochmal oder stelle den nochmal neu ein. Dann kommt der Abschnitt und dann kommen wir der Sache auch schon näher. Die Schürzen sind jetzt überall dran geschraubt und jetzt seht ihr ja, den Laser habe ich schon eingestellt. Das ist eigentlich ganz einfach, weil ich ja noch eine Konstruktion drunter klipse mit Kreuzverbindern. Braucht ihr eigentlich nur das UD-Profil unter die ausgerichteten Profile zu halten. Macht unten einen Strich, unten. Das ist dann praktisch jetzt meine grüne Linie, habe ich schon auf die Höhe gebracht. Macht euch einen Strich und könnt dann jetzt praktisch ein paar Striche machen, mit der Wasserwaage anzeichnen, egal wie. Ihr könnt auch mit einer Schlagschnur einfach einmal klack und dann abschneiden mit dem Messer. Und dann habt ihr die Unterkante eurer fertigen Decke, wo ihr dann praktisch, wenn ihr die Profile drin habt, aber das zeige ich euch nachher, die werden dann, die Querprofile kommen in dieses U rein. Die Decke hängt ja dann nicht an der Schürze, sondern an unserem CD-Profil. Und von daher ist das absolut okay, wenn ihr das schießt oder was auch immer. Da habe ich ja das letzte Video drüber gemacht mit dem Hilti-Schussgerät. Und deswegen kann man das auch, weil es nur eine Schürze ist. Da ist keine Belastung drauf. Ja, ich werde das auf jeden Fall hier jetzt so machen, dass ich das mit einer Schlagschnur mache. Ich setze mir dann einfach hier vorne eine Schraube rein. Wir können das auch gerne mal zusammen machen. Seht ihr das? Ja. Ich setze mir hier vorne eine Schraube rein. So. Ich nehme mir jetzt meine Schlagschnur, setze mein Häkchen hier vorne rein. Und dann vorher immer einmal die Kreide abmachen,
sonst habt ihr wirklich einen ganz dicken Strich da und das muss nicht sein. So, genau auf Maß. Klack. So, und jetzt seht ihr schon, oder auch nicht, dass man es halt sehr schlecht sieht. Und deswegen sage ich halt immer, zeichnet euch das mit Bleistift an, an den Decken, weil durch den Laser sieht man das kaum. Ich mache mal den Laser aus, dann seht ihr den Unterschied. Seht ihr? Und das ist jetzt wirklich hundertprozentig. Das wird abgeschnitten und dann kommt halt das U da drauf. Jetzt fragen sich bestimmt ein paar von euch, hör mal Dirk, warum hast du das so kompliziert gemacht? Wieso nicht direkt die Streifen auf das richtige Maß und fertig? Ganz einfach, weil die Decke ist natürlich nicht gerade, auch bei euch zu Hause nicht. Da ist immer irgendwo ein Hubbel drin oder ein Zentimeter, dass die aus der Waage rausgeht. Und so hat man es jetzt ganz gerade. Die Decke kann jetzt krumm sein, wie sie will, dadurch, dass ich jetzt die Schürze bis an die Decke gedrückt habe und jetzt mein Laser aufgestellt und das markiert habe, ist die Decke hundertprozentig gerade. Deswegen kann ich nicht vorher diese Schürzen fertig schneiden, zum Beispiel auch das Profil drauf machen, das UD, was wir noch drauf machen, und dann an die Decke und festschrauben. Funktioniert nicht. Deswegen, so hat man es dann hundertprozentig. So müsst ihr es auch machen, ansonsten funktioniert es nicht und eure Decke ist krumm. Also der Ablauf muss schon stimmen. Und das erfahrt ihr aber auch selber, wenn ihr dann mal so eine Decke baut, wie am besten der Ablauf ist. Oder ihr guckt halt die Videos bei mir, dann wisst ihr auch, wie es dann am besten ist. So, ihr seht schon, also ich habe die Kreide jetzt drauf gemacht mit der Schlagschnur. Und jetzt kann ich ganz einfach mit meinem Cuttermesser hier lang gehen. Müsste dann auch relativ gerade, müsst ihr das schneiden bzw. anschneiden. Und dann einfach mit dem Cuttermesser lang gehen. Da kriegt ihr dann auch Übung, wenn ihr das macht. Jetzt kommt bestimmt die nächste Frage. Wieso schraubst du nicht erst dein U drauf und schneidest einfach unter dem U? Weil wir haben ja die Kante nicht, die Höhe nicht. Also wenn ich das jetzt von hier drauf mache und nur so halte, das ist zu ungenau. Also ihr kriegt das dann nicht bündig mit der Platte gehalten. So, dass ihr dann wirklich da super sauber arbeiten könnt. Deswegen schneide ich die zuerst ab. Moment, ich breche das mal kurz. Bisschen jetzt nach innen wegbrechen. Normalerweise sage ich ja immer von hinten schneiden. Aber hier geht das natürlich jetzt nicht so gut, weil ich nicht viel Platz habe. Deswegen schneide ich jetzt hier von der Schnittseite. So, das erste Stück ist abgeschnitten. Die Kante wird dann ganz normal mit dem so Formhobel gehobelt. Einmal drüber. Und dann am besten auch immer direkt einmal saugen, dann habt ihr das wieder sauber. Und so wird das jetzt ringsrum gemacht. Und auch an der Decke mache ich das, die zeige ich euch natürlich auch noch. Und dann können wir auch schon unser UD-Profil montieren und es sollte dann auch passen. Jetzt kommen wir auch schon zum UD-Profil, U-Rand auch genannt. Ihr könnt es messen, was ihr reinmacht, das Profil, was wir brauchen. Ihr könnt aber auch einfach so anhalten und ein bisschen Luft lassen. Also da kommt es wirklich auf einen Millimeter nicht an, auch nicht auf 5 mm. Ich halte das jetzt einfach hier so rein, schneide es etwas kürzer. So. Und schon abgeschnitten. Das passt jetzt schon genau da rein. Dann braucht ihr am besten wieder einen Winkelschrauber. Ihr könnt auch das Profil von innen einmal fixieren, dass ihr ungefähr die richtige Höhe habt. Ich zeige euch das. Ist wahrscheinlich für euch einfacher. Ja, für mich auch.
So, das heißt, wir setzen das hier drauf. Und ihr habt ja jetzt hier genau die Höhe, die ihr haben müsst, um die Profile, die jetzt hier rüberkommen, hier reinzusetzen. Und deswegen habe ich das jetzt vorher geschnitten. Jetzt halte ich es unten bündig, setze von innen eine Schraube rein, aber nicht durchdrehen. Seht ihr, dann hält das schon. Hier ist auch bündig. Das könnt ihr jeweils außen machen und einen in die Mitte. Mache ich jetzt hier auch mal. So, hier setze ich noch eine. Bündig halten. Und die Schrauben, die holen wir nachher wieder raus. Also die bleiben nicht drin, weil es könnte sein, dass die irgendwie stören. Deswegen holen wir die wieder raus. Ich mache es jetzt hier mit dem Winkelschrauber. Guck mal, ob ich hier reinkomme. Ja, geht. Und die Schraube dann aber auch nicht zu tief, weil wir haben ja hier keinen Anschlag dran. Und wenn hier noch was übersteht, kann ich nachher noch einmal mit dem Sofronhubel lang gehen und dann ist gut. Jetzt schrauben wir auch nicht zu viele Schrauben rein. Ich würde sagen, das hier ist jetzt 2,58 Meter, 2,53 Meter und da schraube ich jetzt maximal 5 Schrauben rein. Weil wenn wir die Querprofile reinsetzen und wir müssen die verschieben, wird jedes Mal die Schraube stören. Deswegen mache ich jetzt nur 5 Stück rein, maximal. Setze meine Profile und nach dem Setzen der Profile, wenn alle drin sind, dann schraube ich noch ein paar Schrauben nach. Direkt wieder raus. Und das machen wir jetzt ringsrum einmal, auch hier vorne am Kopf, weil am Kopf hier vorne das Profil wird nachher ins Lot gerückt, genau wie die Seite, und wird dann auch mit der Platte noch verschraubt, dass hier wirklich eine ganz starre Verbindung entsteht. So, die Grundkonstruktion für die unteren Profile ist jetzt auch schon mal fertig. Wir messen jetzt einfach die Profile, die dazwischen kommen, auf jeder Seite mindestens 1 Zentimeter Luft, das heißt also das Maß, am besten an der Decke gemessen, weil das ist ja unser Fixmaß. Und hier unten die Seiten, die gehen ja ein bisschen weg und die rücken wir nachher gerade, die können wir dann mit den Profilen verschrauben, auch mit unserem Profilverbinder schrauben. Und dann haben wir einen rechten Winkel, beziehungsweise das Lot genau richtig, ist aber auch nicht so wichtig. Das ist so minimal auf das Stück, das muss nicht hundertprozentig sein. Man sieht es sowieso nicht mehr, aber es ist natürlich schön, wenn man dann weiß, darüber ist es auch im Lot. Weil je nachdem, wie das Licht dagegen reflektiert und könnte dann vielleicht ein bisschen schräger oder so abreflektieren. Und deswegen wäre es dann ganz gut, wenn es genau im Lot ist. Also ich messe jetzt mal hier die Profile. Wie gesagt, alle 50 cm 1. Und ich lasse die Platte, die ja drunter kommt, jeweils an der Seite und hier am Kopf überstehen und schneide das später weg. Damit wir halt diesen Überstand haben für die indirekte Beleuchtung. Wenn wir jetzt von der Wand messen und würden dann 50 nehmen, jetzt gehe ich aber noch ein bisschen zurück, ich sag mal so 3 cm, sagen wir mal von der Außenkante auf 10 und dann setze ich meine 50 cm, da kommt ein Profil hin. Das mache ich jetzt, damit ich das Maß oben an der Decke quer nehmen kann, wie lang das Profil ist. Und mache dann alle 50 cm, mache ich mir einen Strich. Ja, wir klicken mal gleich die Profile drunter und dann seht ihr, wie es dann aussieht. Die Profile habe ich jetzt auch geschnitten und dann werden die verbunden mit diesen Kreuzverbindern. Diese jetzt hier sind auch von Protector.
Die haben oben so Einkerbungen und dadurch halten die wirklich richtig fest. Also die Profile ziehen sich dann richtig hoch, das seht ihr gleich. Wenn ihr die Profile verlängern müsst, da gibt es Längsverbinder, nennen die sich. Dann werden die einfach ineinander geschoben, beziehungsweise der Längsverbinder kommt in ein Profil und schiebt dann in das andere rein. Ich habe zwar jetzt welche, aber ihr könnt euch vorstellen, wie das funktioniert. Und so ist dann eine feste Verbindung, wenn das über eine bestimmte Länge geht, was ihr an Profilen nicht habt. Also die zu verlängern ist gar kein Problem. Dann nehmen wir uns einfach diese Kreuzverbinder. Ich stecke mir dann immer hier welche in die Tasche rein. Dafür sind natürlich die Taschen ideal, die ich hier bei mir immer an der Hose habe. Dann nehmen wir uns so ein Profil. Die Gipskartonplatte überlappt 10 cm. Also ihr braucht auf 10 cm am Rand keine Befestigung. Die Platte hält das. Also bis 10 cm könnt ihr das immer blind machen. Dann wird das Profil jetzt hier einfach eingesteckt. Ah, da ist eine Schraube drin. So. Deswegen sagte ich eben, macht nicht zu viel Schrauben rein, damit ihr halt genug Luft habt. Das ist der Vorführeffekt. Ja. Ich habe das jetzt extra luftig gelassen, 2 cm weniger, weil wir die Seiten ja noch ranrücken. Dann nehmt ihr einfach so einen Kreuzverbinder, klickt den einfach drüber. So, und das Profil ist drin. Wir haben dann hier jetzt einen Überstand, beziehungsweise bis zum nächsten Profil ist jetzt hier 13 cm und hier lasse ich dann circa am Rand, ich glaube, das sind so um die 6 cm, was ich überstehen lasse. Das sehen wir dann aber später. So, angezeichnet haben wir ja, können jetzt unsere Profile einfach auf die Bemaßung, die wir vorher gemacht haben, draufklicken. Ich bin hier schon am Abreißen. Mal eins mache ich noch von hier und gleich könnt ihr mich dann von vorne sehen. So. Das ist jetzt auch noch nicht genau, das wird nachher nochmal genau eingemessen, dass die Profile auch stimmen. Das ist jetzt praktisch nur so reingeklickt auf das Maß, was wir uns eben angezeichnet haben. Wie gesagt, das stimmt noch nicht genau. Ich mache erst nur die Mitte. Na, wo ist mein... Da. Ich mache erst nur die Mitte, um die Profile dann nachher richtig rücken zu können. Und jetzt ganz am Rand noch eine, weil ich halt gesagt habe, damit wir den Unterträger komplett richtig einpacken können. Und dann ist die Konstruktion auch schon fertig. Das heißt, alle 50 cm ist jetzt ein Profil. Wir können die Platten einfach drauf machen und dann ist gut. Ich habe die Kamera jetzt mal nah rangeholt. Ne? Ihr seht hier ist ja jetzt alles lose und ihr könnt das jetzt so reinziehen, weil die Platten, die wir dran geschraubt haben, hier die Schürzen, die ergeben ja einen rechten Winkel. Und wenn ihr die jetzt so ranzieht, dass das bündig ist dahinter, das sieht man ja, und hier auf der Platte voll anliegt, dann könnt ihr da einfach eine Schraube reinmachen. Diese Profilverbinderschrauben, die ich euch eben schon gezeigt habe, die hier, die können wir jetzt einfach da reinschrauben und die drücken sich auch an der Platte nicht durch, die verschwinden gut. Also hier schrauben wir jetzt eine ein. So, das heißt, unsere Ecke ist jetzt schon voll stabil. Das können wir an allen Ecken so machen, dass das schon mal fest ist. Und dann habt ihr hier auch schon genau das Lot und hier auch, wo das Schott ist. So, und das machen wir an allen Ecken. Und dann kann man auch noch hier an die Profile
jeweils auch noch eine Schraube, hier auch noch eine Schraube reinmachen, damit wir der Schott auch ins Lot reinkriegen. Jetzt im Schnellvorlauf gesehen, wie ich die Decke auch reingemacht habe hier vorne. Der Unterzug, seht ihr ja, wird jetzt komplett mit der Platte überdeckt. Der ist weg. Es ist eigentlich nur wichtig, dass ihr vorher genau wisst, wie mache ich die Einteilung. Halt alle 50 cm bei einer Platte von 2 m x 1,25 m. Und ist eigentlich absolut kein Problem, wirklich, das bekommt ihr auch hin. Und ja, ihr habt es gesehen, wie es gemacht wird. Die indirekte Beleuchtung, das wird ein separates Video. Meistens mache ich immer Bilder so zwischendurch und poste die dann auch auf meinem Instagram-Kanal. Da könnt ihr übrigens bitte auch drauf kommen. Dann seht ihr immer, was ich so für Baustellen habe, wenn euch das interessiert, was ich da alles mache. Und ja, da poste ich immer Bilder oder auch kurze Videos auf den Baustellen. Ist eigentlich ganz interessant. Ja, das nächste Video wird sein, die Beplankung der Decke, wie man das am Rand anpasst, wie ich das mache. Dann dieses indirekte Beleuchtungsprofil. Seid gespannt, das wird auch wieder ein gutes Video und vor allen Dingen super einfach, dieses Profil zu verarbeiten und dann halt die LEDs einzubauen. Hier in den Flächen kommen auch noch Lampen rein. Dafür mache ich jetzt zuerst die komplette Elektrik hier rein. Das mache ich aber nicht als Video. Da bitte ich euch gegebenenfalls woanders zu gucken, weil ich bin kein Meister in Elektrotechnik und möchte euch da nicht irgendwie was zeigen, wie irgendwas gemacht wird. Wenn da einem von euch was passiert, dann bin ich der Gelackmeierte und dann könnte es Ärger geben. Da gibt es aber genug Kanäle, wo ihr das gucken könnt, wie sowas verlegt wird. Ihr werdet es auch sehen, wenn die Elektrik drin ist, was ich hier alles machen musste. Ja, ich würde sagen, das reicht dann auch, weil sonst werden die Videos ja auch zu lang. Und von daher machen wir das in Abschnitten. Jetzt halt die Deckenkonstruktion. Danach kommt das Video mit der Beplankung, Spachteln, Streichen. Streichen können wir vielleicht auch noch ein Video machen, wie ich das dann mache. Dann soll es das auch gewesen sein für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Kanal gefallen hat, bitte abonnieren. Und den Daumen nicht vergessen. Alles klar. Dann wünsche ich euch was. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss, euer Dirk.